Guten Morgen. Guten Morgen. Du bist als Erster ins Bett und als Letzter aufgestanden. Ja, und? Ja. Schlaf ist wichtig. Schlaf ist wichtig, ja. Aber früh auf sein ist noch besser. Stimmt nicht. Doch. Nein. Bist du einer von den Erfolgscoaches, die sagen, hey, ihr müsst, wenn ihr was erreichen wollt, 4 Stunden schlafen, 3 Stunden schlafen. Manchmal müsst ihr auch durchmachen. Das ist Zeitverschwendung. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Road to Billionaire. Und gleich mal ein bisschen Real Talk zum Anfang, Leute. Es gibt ja ganz viele, die sagen, hey, wenn man erfolgreich werden will, 3 Stunden schlafen, 4 Stunden schlafen und dann muss man richtig Gas geben. Leute, wenn es wirklich von einem verlangt wird und es gerade nicht anders geht, dann muss man es natürlich schaffen, das stimmt. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, meine 8 Stunden zu schlafen, dann schlafe ich meine 8 Stunden, weil ich dann deutlich besser funktioniere. Und am Ende des Tages habe ich zwar weniger Zeit zum Arbeiten, weil ich so viel schlafe, aber die Arbeit ist einfach viel, viel, viel effizienter und deswegen ist meine Meinung nach, dass man seine 8 Stunden schlafen sollte, wenn man denn die Möglichkeit hat. Und es sagen auch ganz viele Schlafwissenschaftler, der Schlaf ist ganz wichtig. Wer dauerhaft nur 6 Stunden oder weniger schläft, der macht sich damit kaputt und wird auf lange Frist, vielleicht kurzfristig damit ein bisschen erfolgreicher, aber auf lange Frist auf gar keinen Fall. So, wie jeden Morgen, der Simon schwimmt hier, der zieht seine Bahnen. Na freilich. Heute ist der Tag, an dem wir endlich mal was erleben. Heute aber wirklich. Heute aber wirklich. Und genau deswegen kommt jetzt auch keine Einblendung von wegen, dass wir es doch nicht tun. Nee, wir gehen jetzt nämlich heute zum Elefantenpark. Echt? So Leute, wir haben gerade unser Taxi bestellt. Es geht in den Elefantenpark. Wir sehen jetzt echte, richtige Elefanten. Wir können sogar mit denen baden. Und da bin ich mal sehr gespannt. Bleibt dran. Unser Taxi ist da. Wir fahren jetzt einfach 40 Minuten zu diesem Elefantenpark. Aber wir sehen Elefanten und wir werden Elefanten streicheln. Da bin ich mal sehr gespannt. Ach ja, und ich hatte ja gestern ein Date und ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es war ein schönes Date. Ein Gentleman schweigt. Genießt und schweigt. So sagt man es doch, oder? Aber sag halt mal, wie sollte man beim Date vorgehen? Wie sollte man die Frau behandeln? Also was sollte man tun? Sollte man ihr das Essen bezahlen? Leute, also vielleicht bin ich da altmodisch, aber meiner Meinung nach bezahlt man das Essen. Und die Getränke, ist natürlich klar. Aber ich war bei meinem Date mit meinem Date nicht essen, deswegen habe ich nichts bezahlt. Na, du würdest immer bezahlen. Immer. Es sei denn, sie ist extrem respektlos gegenüber mir. Dann muss ich ihren Reisschloss selber zahlen. Aber ansonsten würde ich schon zahlen, ja. Würde ich auch machen, ja. Genau. Leute, für alle, die gern mal Hundefleisch oder Katzenfleisch probieren wollen, geht nicht nach Thailand. Hier ist es nämlich illegal. Also ihr müsst nach China gehen oder so. Hey, ist es illegal? Ist illegal hier, ja. Echt? Da war gerade ein Schild. Hunde und Katzen essen ist illegal in Thailand. Warum gehen Ameisen nicht in die Kirche? Weil sie Insekten sind. Genau. Sehr gut. Versteht ihr? Was für ein Wasser trinken Führungskräfte? Führungskräfte trinken Leitungswasser. Genau. Ich kenne alle Witze. Thank you. Können wir uns das noch leisten? 600. Okay. Thank you. Bye bye. Boah, Leute, das ist so heiß hier in der Sonne. Kann ich schon zahlen? Zahlst du? Ich hab's doch locker sitzen. Ich kann mal einen Tausender dazu geben, wenn du magst. Kannst du gerne machen. 25 Euro dafür, dass wir eine Stunde lang Elefanten streicheln dürfen. Feed me heißt das. Feed me. Wir können die füttern. Ist normal, dass die verschrumpelt sind. Auch Babyelefanten sind verschrumpelt. Leute, ich sehe schon den Benjamin. Anwar. Okay. We're gonna give you instruction first before you feed elephant, okay? Yes, let's go. Rule number one, yes. Don't be scary or afraid. You must be a man, a girl, woman. Okay? Yes, good. Okay. Rule number two. Okay. That is? Rule number two. Back to rule number one. Okay. The elephant here, we are rescue them, okay? Yeah, that you have to know. First, please do not play with the food. Why you got food in your hand? Just feed them. Do not do like boop. Otherwise they get mad, they upset, definitely not happy, not good with you guys, okay? Yeah, respect elephant, no running. If you run, elephant thinks something wrong. They might run follow you, okay? Do not approach elephant from behind, okay? Yes, you feed them, put under the trunk over here, and they grab, eat by themselves, yummy. You can go to pet elephant, okay? Better stand from the side. Okay, not from behind. Okay? Easy. Yeah? Clear?
So, jetzt gibt es erstmal ein paar Wassermelonen hier rein. Wer ist denn das? Ist das der Benjamin oder? Ja, warte mal ab. Ich hab hier noch was für dich. Ich hab noch was. Guck. Kannst du es mal mit der Kamera mit meinem Handy filmen hier? Bitteschön. Ja, nee. Ich glaub, der will Arbeit, oder? Hey, bleib mal stehen. Ja. Kannst du es mal mit meinem Handy filmen? Guck mal, ich geh mal auf die andere Seite. Ich sieh dich gerne die ganze Zeit. Bitteschön. Ich will dem anderen auch was geben. Guck mal, der mischt sich schon wieder ein. Guck mal, ich gebe jetzt den Linken was. Bitteschön. Ja, komm. Die letzte Melone kriegst du auch noch. Bitteschön. Wunderbar. Nein. Hier. Empty. Nothing. Ich streck mal deine Knie da hinten nicht so durch. Das ist ungesund bei dem Gewicht. So krass, diese Rüssel, ey. Noch ein. Noch ein. Gibst du den kleinen Finger neben die ganze Hand? Hey. Ja, ganz entspannt. Ja, viel mehr Power. Bitte schön. Ist der dann da größer als der, oder? Fein. Was sagst du zu dem Elefant? Der ist schon cool. Jetzt muss ich gucken, der scheißt gerade. Der ist ganz schön mächtig, ey. Oh, jetzt pisst der auch noch. Oh, der da kommt der ganze Eimer raus. Ja, da kommt echt der ganze Eimer raus. Lieber weg. Der Titel des Vlogs wird sein, wir werden von Elefanten angegriffen. Passiert echt gleich noch. Elefant verfolgt uns, Leute, der verfolgt uns. Schnell weg. Guck mal, komm zu uns. Der verfolgt uns. Du hast Ganji, der hat Ganji Kohldampf, ey, der ist voll gierig. Du bist Alter, voll schnell. Der ist gierig. So, schaut mal, Leute, ich habe den Benjamin gefunden. Das ist mit Abstand der älteste Elefant hier und der hat den längsten Rüssel. Und er kriegt jetzt von mir eine Melone. Hier, Benjamin. Leider. Brav. So. Jawohl, das schmeckt, oder? Hey, hey, hey. Die Frage, also im Zirkus werden die, glaube ich, richtig geschlagen, damit die das machen, was die wollen. Aber ob das hier auch so ist? Hier müssen sie ja keine Kunststücke machen. Alter! Was, hast du das auf Kamera? Na klar. Alter, ich hätte ihn mal fast eine gescheuert. Hey, almost like punched him. Oh, he want to... Yes. Yes. Ah, she's okay. She's very old, right? Mm-hmm. 77 years. Wow. Is she 77? Sick? Yeah, like her skin, she had a problem, like a skin disease like that. Yes, I can see. Uh-huh. Okay. And her eye, like an eye cataract, another side. This, and this she blind. Okay. Wow. Hallo, servus, guten Tag. Also für alle, die sich fragen, mit wem ich gestern ein Date hatte, das ist die Tamara. Wir haben uns gut verstanden gestern und es ist jetzt meine Freundin. Und wir gehen jetzt zusammen auf Abenteuer, wir wollen eine Bootstour machen demnächst und da freue ich mich sehr drauf. Ganz brave bist du. Und für alle, die jetzt irgendwie Fettshaming betreiben und so weiter, ja, die Tamara wiegt ein bisschen mehr, aber ganz ehrlich, auf die inneren Werte kommt's an. Tschüss, wir haben nichts mehr, wir gehen jetzt. Tschüss. So, wir sind jetzt wieder zu Hause. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Und bevor ihr abschaltet, möchte ich nochmal ganz kurz das Thema Tierquälerei und so weiter ansprechen. Also es hat sich hierbei um einen Park gehandelt, wo Elefanten quasi gerettet werden, die in der Wildnis nicht überleben würden. Zum Beispiel dieser eine Elefant, der war krank, der war blind und deswegen wurde der gerettet. Ich kenne mich nicht aus, ich kenne nicht alle Details. Ich weiß nicht, vielleicht leben die unter schlechten Bedingungen, vielleicht auch nicht. Als jemand, der keine Ahnung hat, würde ich jetzt mal sagen, die sahen eigentlich ganz, ganz gut und zufrieden aus, die Elefanten. Aber ich weiß es natürlich nicht. Aber deswegen finde ich trotzdem, dass es nicht schlimm ist, wenn man sich sowas mal anschaut. Es gibt ja Menschen, die sagen, sowas geht auf jeden Fall gar nicht. Und ich finde, da kommt es immer so ein bisschen drauf an. Also was ich auf jeden Fall verstehe, ist, wenn man sagt, Zirkus geht gar nicht, weil da weiß man wirklich, dass Elefanten und andere Tiere wirklich geschlagen werden, damit sie das machen, was sie machen sollen. Aber wenn man mal Elefanten anschaut oder auch wenn man mal in Deutschland ein Zoo geht, finde ich das jetzt nicht verwerflich, wenn man das ab und zu mal macht. Natürlich, da hat jeder, glaube ich, seine eigene Grenze, was man machen kann, was man nicht machen kann. Aber da muss sich jeder selber die Gedanken drüber machen. Und in dem Sinne, ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.